In diesem Video sagt euch Palak, was los war, warum wir verschwunden waren, was das für ein Gelände ist, wieso hier so viele Automobile stehen, wo Silvias neue Zuhause ist und warum hier noch so leer ist. Los geht's! Hallo ins Deutschland, Kameraden. Was habt ihr gedacht, wir verschwinden einfach ohne Meldung zu machen? Im Oktober letzte Video, jetzt erzählt euch Palak, was alles so passiert ist und warum so ruhig war. Denn es ist viel passiert, auch bei Civic und Co. Aber fangen wir bei der größten Veränderung an. MK und Palak haben alte Hustensaftfabrik gekauft. Ja, Kurwa, ihr habt richtig gehört. Platz für alle Automobile, ob Silvia, Palaks Ostblockfighter, Rusaks Ostblockfighter, Civic, Lexus, Trailer und diese neue Automobil. Mit direktem Zugang zu Warstadt. Aber wie das genau aussieht und was das genau bedeutet, dazu kommen wir später. Fangen wir ganz vorne an. Palak blendet immer wieder Szenen und Bilder ein. Also aufmerksam Guck machen, nichts essen, nicht blinzeln. Los geht's. Schlüsselübergabe war Mitte August. Erster Tag sah direkt so aus. Erster Tag, Hustensaftkurva-Fabrik in Besitz. Komplette Eskalationskurva. Bis jetzt! Alles dicht, Alter. Und Rusak, mach dir keine Sorgen, dein Schlafplatz hier oben ist auch dicht. Also hier ist dann ein Feldbett, kannst du aufs Fenster gucken, hast auch Kurva ein paar Kameraden schon hier, die eingezogen sind. Mehrere Jahre, also die haben Vorrang, gell? Was die sagen, musst du machen. Okay, Rusak, du hast doch eine Dusche hier. Wenn du dich hier hinstellst, kannst du dich ein bisschen waschen, gell? Okay, Entschuldigung, Palak weiß ja, bei Duschen, schwere Thema, du kannst als Waschbecken, wir machen da Eimer hin, kannst du Waschbecken benutzen. Hier ist Kurva richtige Weltuntergang. Und du sagst, das ist die Terrasse, das ist das einzigste Mal, wo du die siehst. Du hast Betretungsverbot, okay? Dass du Bescheid weißt. So sieht die aus. Okay, Kurva, Dachterrasse ist doch nicht so dicht. Nosch Kurva. Wer da draußen, Kameraden, ist Dachdecker. Mach Meldung. Du sagst, in Warstadt hast du auch Dusche. Dass du Bescheid weißt. Also im Grunde ein riesen Bausteller, mit viel Arbeit gekauft. Okay. Eigentlich hat er nur Bank gekauft. Auf der hat Palak 1-2 Stunden auf einem Feldbett geschlafen, um Zeit zu sparen und Ostblock-Lifestyle gelebt. Unter anderem schlimmste Arbeit gemacht, wo gibt, Tapetas abziehen. Kameraden, komplette Piste jetzt. Aber Pepe hat Ostblock Engineering entwickelt, macht gerade Kurve eigene Sauna. Noch halbe Stunde. Denkst du, das war eine gute Idee? Nein. Sauna, Kurva, komm rein, Pepe, Kurva. Auf geht's. Hey! Ist dir warm? Du hast dir Kurva tropischen Regenwald draus gemacht. Mach die Kamera aus, mach dich schlüsselig. Guck mal, was passiert hier? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ist das normal, was ihr hier macht? Muss das so sein? Gartenumdekoration hingegen hat Spaß gemacht. Alles platt machen. Jede einzelne Pflanze, alles platt machen. Vor allem diese hier platt machen, komplett rausschneiden, platt machen. Genauso wie hier, diese Baum, alles einfach platt machen. Dass hier im Grunde erstmal nichts mehr wächst. Elektrikmeisterin war auch da. Palak wurde zu Sanitärmann, Elektriker, Maurer, Bodenverleger, alles. Da Palak meist nachts gearbeitet hat, kam er auf die Idee, Jugend forscht, auch nachts an Elektrik zu betreiben. Und Lebenszeichen an MK sahen so aus. Guten Abend, ich bin immer noch hier, kein Grund zur Beunruhigung, ich schlafe 1-2 Stunden, alles gut. So sieht's hier aus, Kurva, alle Heizungen ab, alles dies, das ab, die müssen jetzt lackiert werden. Elektrik, Kurva, habe ich aufgedröselt und weiß Bescheid, wie, wo, was. Hab nur einmal kurz Stromschlag bekommen, aber alles gut. Herzrhythmus funktioniert noch. Ja, und ansonsten, was Baustelle halt. Ja, Kurva, das war's eigentlich. Gut. Um die ganze Sache zu beschleunigen, wurden Ostblock Engineering Baumethoden entwickelt. Lösung gefunden, um zeitgleich zu arbeiten. Natürlich gab es zwischendurch das eine oder andere kleine Pizdiet. Aber am Ende konnte renoviert werden.
Dann gab es größere Pizdets mit kleinen externen Aufenthalt. Das war nicht so geil, aber jetzt ist wieder alles gut. Palak hat hier wochenlang alleine gearbeitet. Kameraden, macht das nicht, macht langsamer und lebt ein bisschen. Es gab natürlich etappenweise ein paar Helfer. Dank an der Stelle geht raus. Und zwischendrin kam er natürlich, der Russack, und hat mit Warstadt losgelegt. Wie weit er genau gekommen ist, dazu kommen wir später. Wie immer war er stets bemüht. Irgendwann hat er dann doch losgelegt. Nur um am Ende dann wieder nachzulassen. Dann war es soweit, Ende Januar, 2 Tage vor Palak Juniors Geburtstag, Umzug. Und was soll Palak sagen? Kompletter Pizdets. Mannheim dachte sich, 10 cm Neuschnee über Nacht wären Kurwa geil. Palak durfte dann nachts alle Aftermobile freikratzen, um überhaupt loszufahren. Und im Hustenfabrik sah nicht anders aus. Wohnhaus ist größtenteils alles fertig. Außen gibt noch viel zu tun, aber das Ganze Stück für Stück. Wichtigste ist eingerichtet. Nur Palaks Büro ist noch Baustelle. Aber wichtigste steht, Nutzplatz für YouTube. Und sogar mit krasser Update-Tisch von Flexispot. Denn so einen wollte Palak schon immer haben. Weil guck, Beste, wo gibt im Stehen arbeiten. Also wenn er draußen von euch viel im Büro arbeitet, glaubt Palak, so ist andere Welt. Und wie ihr seht, auf dem Tisch stehen mehrere Monitore, Organisation, dies, das, zeige ich euch gleich. Selbst der komplette Computer hängt an diesem Schreibtisch. Und das Teil hier ist nicht gerade leicht. Das Teil hat sogar Memory-Funktion, wo du die Höhen einspeichern kannst. Und er fährt auf gewünschte Höhe, die gespeichert wurde. Kurwa Palak feiert. Natürlich ist alles komplett stufenlos verstellbar. Das Ding hat 2 Motoren, einer links, einer rechts. Und die findet Palak sind sogar recht leise. Dadurch, dass Computer direkt am Schreibtisch hängt, gehen alle Kabel nach oben und nur ein Kabel geht nach unten und das sogar noch in flexiblen Kabelkanal. Palak Kurwa war selten so begeistert. Du kannst dir alles modular zusammenstellen. Tischbreite, Farbe, Gestell, ob noch eine Schublade dazu, ob Organisationsablage, integrierte Steckdose. Und es gibt Kurwa noch vieles mehr. Bei Kabelmanagement hat Palak ein wenig verkackt, hat 2 Meter Tisch bestellt und Kurwa nur einen Kabelkanal. Das heißt, dieses Teil bräuchte man eigentlich nochmal oder sogar 3-mal, dass du alle Kabel hier rein verstecken kannst, weil wie du siehst, komplette Piste jetzt. Aber natürlich kannst du alles modular zusammenstellen, nur halt hat Palak verkackt. Das heißt, noch ein Kabelkanal nebendran oder sogar 2 und du siehst überhaupt keine Kabel mehr. Weg von Computer zu Kabelkanal wird noch kürzer und dann ist das alles optimal. Also Palak kann uns Flexispot nur wärmstens empfehlen. Selbst von der Verpackung war Palak begeistert. Als Eckenschutz wurde selbst dieses Teil hier ingeniert. Dafür hätte Russack vermutlich 2 Jahre Entwicklung und 1 Jahr Produktion gebraucht. Ganze Verpackung brutal. Equipment brutal. Und wenn euch andere Tubeuber erzählen, dass ihr abends neue Schreibtisch, um aufzubauen, so krasser reinmacht, dann ist der Tubeuber leider nur genauso doof wie Palak. Hat vergessen, hier eine Marderschraube aufzudrehen, die dann für diese Piste jetzt gesorgt hat. Das hier ist Modell E7. Es gibt aber noch sehr viele andere. Alle Details in der Videobeschreibung. Und gönnt euch ergonomischen Arbeitsplatz. Wie ihr seht, ist der ganze Rest hier noch Baustelle. Aber sobald komplette Config steht, ist der Plan, aus diesem Raum auch zu streamen. Jetzt habt ihr erste Grundconfig gesehen. Mal sehen, was alles noch dazu kommt. Aber wir werden nicht nur von hier streamen, weil ihr wisst, es gibt jetzt ganz andere Möglichkeiten. Und Kameraden, wisst ihr, was das Geile ist? Palak sitzt am Tübi-Upschnitt,
guckt nach links, über die Terrasse und da ist Eingang zu Warstadt. Das heißt, Rusak, ich kann dich auch sehr gut beobachten, gell? Aber jetzt gehen wir dahin, wo euch am meisten wohl interessiert, in die Warstadt. Zur Erinnerung, Haus wurde komplett saniert und renoviert in circa 5 Monaten. Schauen wir mal, was derweil der Rusak in Warstadt geschafft hat. No kurwa, minus eine Wand und die Wände hat er sauber gemacht. Nur das war's. Jeder selbst kann entscheiden, wie zufrieden er mit dieser Leistung ist. Wie immer hat Rusak bestimmt die passende Ausrede parat. Aber er hat gesagt, er hat Familie gegründet. Was auch immer das heißen soll. Also eine große Halle, zweite große Halle, große Scheune mit kleiner Grube und Ostblock Arbeitsplatz. Da oben geht noch hoch. Dieser Apparat kennt ihr bestimmt. Damit wird noch einiges gestartet. Sicherste Ostblock-Treppe, die es gibt. Die zu Lager von Ersatzteilen und Reifen führt oder Vollgas. So sieht übrigens Gegengewicht für Ostblock-Treppe aus. Guter Anlasser. Man muss alles benutzen, was man kriegt. Carport für ein paar Automobile. Dieser große Hof, wo selbst Trailer drauf passt und du mit ganzem Gespann einfach in den Hof reinfahren kannst. Der Trailer bleibt aber hier nicht stehen, weil Kameraden, hier kommt fettes Swimmingpool hin. Und nein, Rusak, du hast Badeverbot. Diese Halle sollte laut Rusak Achsvermessungsplatz sein. Weil Beton sehr gerade. Aktuell dient als Holzlager. Weil ihr wisst, Winter kalt, Ims Almania, Gaskurve teuer. Deswegen hat Palak ein wenig Holz gesammelt. Ich sag euch, Müllhalde beste. Guck mal, was man findet. Große Gewehrpanzergranaten. 1943. Ey, wir haben hier Gold gefunden. 1943, Alter. Kein Scheiß. Wer will haben, wer bietet. Und Rusak, schlechte Nachrichten. Später wird Partyhalle, nix Vermessungshalle. Das bedeutet für dich, ab hier Privatgrundstück, kein Zutritt. Und im Keller kommt Shop. Ja, Shop kommt, bitte bleiben Sie Ruhe. Shop war schon stark in Gefahr. Mietwohnung beste. Notdienst funktioniert einwandfrei und schnell. Driftlife Poster und da hinten Kurva Driftlife T-Shirts. Komplette Pistiers. Und dahinter natürlich Ostblock Engineering Sticker neuer, dies, das, bis jetzt. Nicht mal ein Tag. Alle Eimer fast voll. Und keiner macht was. Guckt euch diese Funja hier drüben an. Drückt Kurva von dem Raum da drüben schon durch. Diese Wand ist auch komplett nass. Überall tropft's. Überall tropft's, Alter. Ich hoffe, ihr seht das, wenn die ihr T-Shirts bekommen habt, weil vielleicht gibt's keine mehr. Und auch keine Poster mehr. Kommt mir nicht Kurva. Kurva ausräumen, ausräumen. Wohin Kurva räumen? Platz braucht man. Platz, Kurva. Palak hat sich Trockenraum als neuen Keller gekapert, Schließzylinder getauscht und Pochui auf alle. Aktueller Status. Guckt euch das an. Hier läuft schon die Kurve alles voll. Nachbar kriegt bald auch Probleme. Und guckt euch an, das kommt. Das kommt Kurve von da drüben. Da ist richtiger See. Weil Kurve, das kommt. Wer weiß, wie es dahinter aussieht, Blatt. Kann man nur Kurve erahnen. Die Tür scheint gut dicht zu sein. Vielleicht ist das Schwimmbad. Man weiß es nicht. Keine Sorge, alles hat überlebt und ist jetzt in Riesenkeller gebunkert. Die Frage ist, wie man diesen ganzen Platz maximal optimal nutzen kann. Wo welche Ausstattung hin soll, weil ihr seht, aktueller Status sieht leer aus. Rusak wird es wieder so verkaufen, dass das alles geplant war und jetzt natürlich ihr die Möglichkeit habt, das Ganze mitzugestalten und wir mit eurer Hilfe das Ganze maximal gut ausstatten und ausrüsten können. Also hat er wieder mal alles richtig gemacht. Hier zum Beispiel könnte man krassen Flaschenzug bauen, um Felgen und Kompletträder hochzuhieven. Weil schmeißen ist bei Rusak keine gute Idee. Komm, streng dich an. Kurva Rusak, es geht schon wieder los, überall lässt du deinen Müll liegen. Kurva, dieses Gelände richtest du nicht so zu wie unsere alte Warstadt, okay? Sonst macht Palak dich Kopf kürzer. Kurze Brainstorming zu Warstadt. Wände sollen neu gestrichen werden, aber bis hierhin immer noch grau und dann weiß. Dieser graue Bereich vielleicht mit Latexfarbe. Weil der Rusak hat gesagt, aus Erfahrung weiß er, dass Latex sich sehr gut abwaschen lässt. Aber ob das für Wand in Warstadt so gut ist, Palak ist skeptisch.
Bodenepoxidharz, aber Kurwa, welche Farbe? Lichtinstallation muss auch optimiert werden, weil ihr seht, stets bemüht. Da gibt es ja verschiedene Lichtsysteme mit X, Mix und sonstige Konstellationen. Er soll auf jeden Fall hell sein Vater sein, aber auch gediegen Romantik. Denn Roussak, sein Zweitschlafplatz, ist auch schon eingerichtet. Passt sich seinem Kadaver auch optimal an. Wie ihr seht, es gibt viele Möglichkeiten. Doch Kurwa, aktuell wenig Ideen. Wo Hebebühne und wie viele? Wo Montiermaschine? Wo Ostblockheizung? Wo Ostblockecke? Wo Hustensaftlager? Palak blendet euch die Grundrisse ein, dann könnt ihr uns eure Vorschläge mitteilen. Jedes Abteil wird nummeriert und dann könnt ihr schreiben, oben links dies, oben rechts das, unten links das, Mitte das. Wir hoffen auf krasse Ideen. Danke geht schon mal raus. Und vielleicht denkt ihr an etwas, woran wir noch nie gedacht haben. Soweit zum aktuellen Status. Heute ist der 15.02., also brandaktuell. Ach, und an die ganzen Couch-Experten da draußen, die jetzt denken, ah, wieder Kurwa, ein Tube-Uber hat Dick Business mit Tube-Uber gemacht und hat sich jetzt Kurwa Hustensaftfabrik gekauft. Das sind die Einnahmen von letzten Monat. Und jetzt sagst du, Kurwa, da kamen keine Videos. Das sind die Einnahmen von einem Monat mit 4 Videos. Noch Fragen? Andere Tube-Uber machen im Dezember Comeback, weil Weihnachts-CPM schmeckt, um im Januar wieder zu verschwinden. Palak und Roussak machen über Weihnachten 4 Monate Pause. Nun steht neue Basis, Fußweg von Warstadt bis Schlafzimmer, keine 45 Sekunden, lebenslang verschuldet und wenn schlecht läuft, Palak Junior auch, aber dafür beste Basis, um mit Familie zu leben, Palak Junior eigene Hof, um die ersten Automobile zu testen und Warstadt und alle Automobile direkt vor der Tür. Und krasse Potenzial für kranke Content für euch. Denn Kurwa, du kannst von Haustür direkt in Warstadt gucken. Wer von euch hat sich sowas schon immer gewünscht? Palak war einer von euch. Und jetzt ist Traum wahr geworden. Ab jetzt wird wieder mit Videos losgehen. Intervall, optional, variabel, würde Palak sagen. Der Roussak, wie immer optimistisch, sagt jede 2 Wochen ein Video. Wir sind gespannt. Palak hat auf jeden Fall zu Civic und dieser Automobil einiges zu erzählen. Okay, also du hast Bargeld dabei natürlich abgebucht, so wie es sich gehört, gell? Wir fahren jetzt mit irgendwelchen dubiosen Typen, mehrere Personen im Auto, fahren wir jetzt einkaufen. Auf einen dubiosen Parkplatz? Wie viele steigen da jetzt an der aus? Können mal hin, wie viel? Und natürlich ist noch vieles weitere passiert, was ihr noch alles mitbekommt. In diesem Sinne, bis nächste Mal.